Hey Leute, willkommen zu Call of Duty World War 2. Ich hatte schon eine Aufnahme und die ist verkackt, weil das Spiel sich selbst abgeschossen hat und somit auch die Aufnahme. Ja, yeah. Also, was habe ich alles gesagt? Also, es ist ein Call of Duty, neues. Es kommt natürlich wie jedes Jahr im November ein neues Call of Duty. Das ist die Open Beta, die man jetzt an diesem Wochenende gratis downloaden kann. Ihr müsst das Spiel nicht vorbestellt haben, gar nichts. Ihr könnt sie einfach gratis downloaden auf Steam. 14 GB, dauert ein bisschen zu runterladen. Und ja, dann können sie einfach gratis spielen. Ich spiele es mit Controller, mit PS4-Controller. Ist mir einfach, ja, ich bin eher auf der PS4 daheim, ne, gewesen mit Call of Duty. Und auch Xbox. Ich habe eigentlich nur Call of Duty 3, habe ich glaube ich noch am PC gespielt und das war's. Dann habe ich nur mehr auf der Xbox 360 und auf der PS4 dann Call of Duty gespielt. Und ja, Leute, wir schauen einfach mal rein. Ich würde mal sagen, ganz normal Team Deathmatch. Diese Modis sind zurzeit da, mehr nicht. Kein Hardcore-Modus, kein gar nichts, kein Search and Destroy, nichts. Ganz normales Call of Duty. Was ich jetzt schon mal sage zu Beginn, starten mal die Suche. Wenn euch Call of Duty auf meinem Kanal gefällt, also nicht jetzt bitte das Spiel hier bewerten, wie ich spiele, denn ich muss noch üben, ich muss ziehen lernen, bla bla bla, die Waffen kennenlernen. Aber ja, wenn ihr auf meinem Kanal Call of Duty sehen wollt, es erscheint wie gesagt im November, dann habt ihr jetzt die Chance, ein Like dazulassen, ein Abo dazulassen, einen Kommentar zu schreiben. Ja, bitte zock's im November. Dann weiß ich, ob ich es kaufe oder nicht. Das kostet immerhin 60 Euro. Und wenn ihr keinen Bock drauf habt, kaufe ich es auch nicht. Ne? Ganz einfach. Ganz einfach. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, alleine spielen, will ich es jetzt auch nicht unbedingt. Also wenn ihr wirklich wollt, dass bei mir auf dem Kanal ab November Call of Duty der Multiplayer-Modus zu sehen ist, dann bewertet dieses Video positiv, schreibt es in die Kommentare, lasst aber dann nichts mehr zu verpassen. Ganz einfach. Und ich hoffe, diese Aufnahme kackt ihr jetzt nicht ab. Das war ziemlich ärgerlich, dass die Aufnahme im Arsch ist und das Spiel abgestürzt. Also 2 in einem ist halt schon ein bisschen hardcore. Wo sind die fucking Gegner? Ah, ich muss echt noch zielen üben, ne? Erster Abschuss, sehr schön. Es gibt ja auch Punkteserien, so wie immer. Perks weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall gibt es kein blödes Rumgejumpe mehr. Fuck. Wie in den anderen Call of Duty mit den Jetpacks und dem ganzen Scheiß, was kein Schwein braucht. Da hat er einfach überlebt. Fuck. Der Rückstoß der Waffe ist auch ziemlich krass. Headshot. Granate nicht so geil. Und jetzt hinter uns. Wie gesagt, man muss erst das Spiel üben. Ich werde jetzt auch mal relativ viel an diesem Wochenende spielen, denn es ist wie gesagt gratis. Und es läuft mit jeder Runde besser, merke ich. Also ich komme langsam wieder rein ins Spiel. Ich habe jetzt die Early Call of Duty gespielt. Jetzt haben wir einen Aufklärungsflieger, sehr schön. Jetzt können wir sehen wir die Feinde. Wir haben schon einen Killstreak geschafft, immerhin. Ich hoffe, diese Aufnahme bleibt und ihr seht das dann alles. Das ist halt ein Beta, eine Beta kackt oft ab. Es gibt Performance-Probleme, bla bla bla. Es ist halt einfach eine Beta. Das darf man nicht vergessen. Und das fertige Spiel läuft natürlich besser. Ihr kennt ja die Call of Duty. Die laufen eigentlich immer ganz gut. Headshot, Königstöter, sehr schön. Aufklärungsflug abgeschlossen. Okay, wir haben jetzt keinen Aufklärer mehr. Aktivität beim Halbkettenfahrzeug im Bach. Gegner finden. Die ganzen Maps kenne ich halt auch noch nicht. Ich kenne die Maps nicht, ich kenne die Waffen nicht. Alles neu. So wie für euch. Also ihr habt schon auf der Konsole die Beta gespielt, die war schon früher. Es gab sogar 2 Betas, glaube ich, auf der Konsole. Das haben wir hier auf dem PC ja nicht mehr. Wir spielen jetzt hier quasi die 2. Beta der Konsolenversion. Lauf, 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 lauf. War da gerade der Feind? Ah, da unten. Ein bisschen aufpassen. Ah, wir haben es gesehen. Dann gibt es noch verschiedene Waffen natürlich. Nehmen wir mal die 2. Waffe. Ihr wisst ja, ihr könnt immer die Ausrüstung ändern nach jedem Tod. Wird dann die Ausrüstung geändert.
Hab ihn umgebracht? Ich hoffe. Mal ein bisschen die Waffen auschecken hier. Die Waffe finde ich bis jetzt, glaube ich, noch am besten, die ich jetzt spiele. Eine Rauchgranate, okay. Oh. Fuck, 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 fuck. Gestunt gewesen, nicht so geil. So, jetzt haben wir die zweite Waffe. Eine kleine, ich finde, es ist eine MP. Sie fühlt sich zumindest so an. Auf Distanz ist sie nicht so leicht zu spielen. Aber nee, habt ihr gesehen? Zerr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 
Punkteserien, dies, das, Ananas. Wir haben sogar gewonnen. Nicht so eine geile Statistik, aber hey, gewonnen. Bam! Ja, also an sich, es macht Spaß. Hängen wir jetzt gerade in der Lobby fest? Hängen wir jetzt schon in der Lobby fest? Ist das der Zeitpunkt? Ah, geht wieder. Okay. Hey, sogar Dritter geworden. Hm? Dritter Platz. Nice. Easy. Salut. Macht doch nicht. Okay. Ah, weil wir gelevelt sind. Wir sind Level 3 schon. Nice. Bekommen wir irgendwas? Nö. Nö, okay. Nö, dann halt nicht, ne? Statistik. Boah. 1,30? Ist im vorigen Spiel, wo er nicht dabei war, leider. Hatte ich 1,30 KD. Ist schon mal besser. Ja, wie gesagt, ich übe noch. Ich werde jetzt auch gleich noch eine Runde spielen mit euch. Noch eine Runde spielen. Wir haben bitte kackt die Aufnahme nicht ab. Ich bin schon mal überlegen, ob ich die Aufnahme pausiere und es dann zusammenschneide. Aber ich hoffe einfach mal, es haltet diesmal durch. Ich muss es nicht nochmal erzählen. Point the Hook sind wir jetzt, okay. Ich war auch in Aachen schon. Ist da ein Unterschied zwischen Infanterie? Nö. Okay. Ich würde echt gerne neue Waffen freischalten und so weiter. Vielleicht mache ich das auch noch an diesem Wochenende. Dass ich ein zweites Beta-Video mache, kann ich nicht versprechen. Vielleicht halt nicht. Kommt auf an, wie ich Zeit habe. Ihr wisst ja, ich muss einige Spiele auf meinem Kanal spielen. Worauf ihr nämlich Bock habt. Und wie gesagt, und was nicht vergessen dürft, schaut mal bei Cuphead vorbei. Habe ich heute Morgen hochgeladen. Ob euch das gefällt. So, jetzt versuchen wir es mal hier wieder zu bemühen. Ah, ungewöhnt. Habe ich da oben eine gesehen? Kommt er nochmal? Nein, kommt er nicht. Der Feind erleidet schwere Verluste. Durchbrechen! Durchbrechen! Ich glaube, den hat's erwischt. Ich mag das. Ah, das ist die Map, die habe ich vorher schon gespielt. Die ist mit diesen Schützengräben. Da ist ein bisschen unübersichtlich, muss ich sagen. Assist. Scheiße. Ah, die ganzen Maps kennenlernen wir, ne? Und das ganze Einspielen in die Waffen. Ich vermisse jetzt schon eine ACR. Ah, immer diese Assists, ey. Leck. Also wie gesagt, was ich vorher noch gesagt habe, an der anderen Aufnahme, Modern Warfare 3 war mein Lieblingsspiel. Habe ich auf der Xbox 360, war das glaube ich, Xbox 360 am meisten gespielt. Das war mein Lieblings-Call of Duty bis jetzt. Bin mal gespannt, wie das Call of Duty so abschneidet. Ich vermisse jetzt schon meinen Payflow. Ah, Dropshot hat mich gerettet. Problem ist halt, ich kenne die Map nicht wirklich. Ein Versuch, mein Bestes für euch. Ist hier jemand? Feindliche Aufklärungsmaschine in der Luft. Sehr schön. Sehr schön. Leider sehen sie uns jetzt auf der Map. Ich habe kein... Ich weiß nicht, was es hier heißt. Wow. Ah, nur die Pistole mehr. Ah, ich weiß gar nicht, wie es hier heißt. Cold Blood oder so weiter. Dass uns die Leute nicht mehr sehen können mit dem Aufklärungsflugzeug. Also mich hart nervig. Ich bin immer sehr schnell gelevelt, bis ich das versucht, möglichst schnell das Perk zu bekommen, dass wir... Nein! Wie gesagt, Aim fehlt noch ein bisschen, ich muss noch zielen üben. Das kommt alles wieder, das dauert. Dass wir das Perk haben, dass uns die Leute nicht mehr sehen mit dem blöden Spionageflugzeug. Rein? Hä? Ah, die Mauer kann man hochspringen. Okay, wusste ich nicht. Haben uns aber wieder den Typen zurückgeschnappt. Oh, da rennt mir noch einer rein. Double up Schuss. Ich dachte, es war die Leiche. Dabei steht da oben noch einer. Ah, ich denke einfach schießen. Wir müssen hier... Nein, ich bringe ihn um, kommt von neben noch einer. Wir müssen in diesem Spiel hier amerikanisch denken. Erst schießen, dann denken. Ich muss echt noch zielen üben. Die Waffe hat aber auch sehr harten Verzug. Kommt noch viele. Es waren zu viele. Hätte ich eine Nade gehabt? Ich glaube, ich habe eine Nade, oder? Ich hätte eine Nade werfen müssen. Wir sind gelevelt, sehr schön. Level 4 schon. Von bis, wie gesagt, Level 35 geht es zurzeit.
Kommt da jemand? Fuck. Nate. Nee, Nate. Aber wie gesagt, man muss die ganzen Maps wieder üben, die ganzen Waffen kennenlernen, freischalten. Ich spiele auch immer mit dem Standardmüll hier, der mir nicht gefällt. Ist hier jemand? Nein. Ich bin auch ziemlich aggressiv für das, dass ich... Ah, da oben! Ah, der hat eine super Position natürlich für uns. Hat er gecampt da oben? Ah, wie ich Camper liebe. Ja, viel üben. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da, damit ich weiß, ob wir das Spiel im November Let's Playen, den Multiplayer-Modus übrigens. Ah, der wartet da oben schon wieder. Diese Camper. Den Multiplayer-Modus. Und ob wir rein tryharden sollen. In Modern Warfare 3 war ich Prestige 20, also eh das Maximum. Das hatten sie ja erhöht von 10 auf 20 mal im Zwischenzeit. Also da war ich schon ziemlich gut, ne? So ein Payflow kam schon die ganze Zeit. Oh, der kann da runterspringen. Oh. Ah! Er hat es genau richtig gemacht, sich um die Ecke gelegt, hingelegt, sehr schön. Leider hab ich's. War ich zu gierig. Ich war zu gierig. Also einer gestorben. Ich bin noch zu aggressiv. So extrem sollte man nicht rumrushen. Wenn man nicht die leiseste Ahnung hat, wo genau die Gegner sind. Feindliche Aufklärungsmaschine. Ah, sie wissen schon wieder, wo ich bin. Ich hasse das. Besen da, den holen wir uns natürlich. Nein, hinter uns! Ah. Wie gesagt, ich hasse das, wenn sie meine Position wissen. Deswegen brauchen wir unbedingt. Ich hoffe, es gibt hier das Perk, dass man dann nicht mehr gesehen wird. Die ganzen Killstreaks und alles. Wie gesagt, vielleicht übe ich es noch weiter an diesem Gratis-Wochenende oder ich warte halt auf eure Meinungen. Nein, von der Seite. Ah, man kann ja nie einen coolen Zweikampf haben, ne? Jetzt muss ich immer so ein kleiner einmischen. Oh, oh. Ah, also Ziel. Hoppla. Wollen die Waffe wechseln wieder ein bisschen rumüben? Mit den Waffen. Und man merkt halt schon der Rückstoß hier, ne? Man muss sehr aufpassen. Oh, die Waffe ist so schwach. Ich wollte hinlaufen und ihn für euch einmal messern. Ich wollte ihn einmal messern für euch. Schade. Ja, wie ist die Grafik? Die Grafik ist ganz okay. Ah, die Gegner sehen mich halt immer früher. Bis jetzt gefällt mir das Spiel auch, auch wenn ich halt echt noch so viel Übung brauche. Kommt der andere in die Ecke? Ne, kommt er nicht. Nein, der wollte ja gar nicht mich. Also schnell. In Call of Duty ist man schnell tot. Aber auch schnell wieder am Leben. Feindliche Aufklärungsmaschine. Ah, oh, sie sehen schon wieder, wo ich bin. Ich hasse es. Ich kann das halt echt nicht leiden. Ich brauche dieses Perk. Ich bete, es gibt Perks hier. Ich habe noch nicht nachgesehen. Um nicht mehr gesehen zu sein. Ich habe, glaube ich, nie eine Runde gespielt ohne dieses Perk, sobald ich es freigeschalten hatte. Hinter mir, weil sie mich immer sehen auf der Map, das ist so nervig. Aber ist eine Beta, ich habe nicht fürs Spiel gezahlt, ich kann ein bisschen rum üben und sie wissen schon wieder, wo ich komme und können schon schießen, bevor sie mich sehen. Feindliche Aufklärungsmaschine in der Luft. War schon wieder. Ständig so eine Drohne oben. Aufklärung in der Luft. Jetzt haben wir auch eine, sehr schön.
Fuck, hinter mir wieder. War ja klar. Üben, 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 Leute. In der Luft. Und leveln, um dieses Perk zu bekommen oder was auch immer. Ist er schon umgebracht? M1, was spielen wir für eine Waffe? SDG. Der spielt andere Waffen. Ja. Wir müssen leveln und auch andere Waffen freischalten. Ich bin in der. Oh, ich bin in der Cam. Warum? Ah, weil ich die geholt habe und die anderen geholt habe. Ja. 3 Kills in Folge gemacht habe, deswegen. Ja, ich habe die Cam, Leute. Live auf Video auf YouTube. Ah, ja. Ich bin so stolz auf uns. Ich bin so stolz auf uns. Aber Leute, jetzt muss man sagen, das war's für diese Runde. Wir sehen uns dann beim nächsten Beta-Video, wenn ich noch eins mache. Oder wenn ihr genug Spaß habt am Spiel im November im Multiplayer-Modus wieder in Call of Duty World War 3. Wieder gelevelt, sehr schön. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen, ob ich das Spiel kaufen soll für November schon, oder also im November kaufen oder nicht. Und ja Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr nichts so verpassen wollt, lasst ein Abo da, viel Spaß, haut rein und ciao.